Ich mache die Kamera jetzt an. Gut. Ja, wir haben jetzt nichts abgesprochen, wie immer. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Du hast gesagt, mach die Kamera an. Ja, das ist Ja, doch was ist ganz. jetzt? Also erzähl mal, wie hast du jetzt gedacht, wie machen wir das Das ist jetzt? doch ganz einfach. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal. Nee, das will ich ja gar nicht verraten, worum es heute geht. Weil ich habe nämlich am Wochenende eine Mofa-Tour gemacht. Oder Moped-Tour, ne? Das ist ein Simson. Ich fahre zwar auch gerne Fahrrad, aber ich sage immer das Zweirad. Dadurch bin ich ja auch irgendwie in die Fahrradbranche gekommen. Und ja, so ist das dann halt entstanden, dass ich mal die Ausbildung zum Fahrradmechaniker gemacht habe oder Zweiradmechaniker gemacht habe. Und dann habe ich ja irgendwann das Geschäft eröffnet und so weiter. Dann ist dieses ganze Moped-Thema hinten runtergefallen. Jetzt ist das wieder ein bisschen mehr im Fokus geraten. Und am Wochenende war ich unterwegs mit dem Moped. Wie viele Kilometer bist du gefahren? Also, man muss dazu sagen, wir haben ja hier sogar auf dem Kanal ein Mofa-Video hat es ja geschafft. Ein Mofa-Video hat es geschafft, Ja. aber darum soll es gar nicht Nee, gehen. aber das müssen wir auch mal erwähnen. Also, es gibt auf diesem Kanal, ich verlinke das einfach. So, ich verlinke das Ja, einfach. kannst du gerne verlinken. Das ist schon spannend. Ich verlinke auch was von dir. Ah, ist mal Genau, gespannt. weil, ja, was soll ich sagen? Über 1000 Kilometer gefahren in 4 Tagen. Das ist eigentlich ganz nett. Also jeden Tag so mindestens 200 Kilometer, an ein, zwei Tagen auch etwas mehr und an einem Tag auch weniger. Nette Tour gemacht. Zu viert unterwegs gewesen, alle 50 Kubik, ganz entspannt. So, aber viel, viel spannender ist eigentlich das Thema, ja, und wer hat euer Gepäck transportiert? Wie ist das mit dem Werkzeug? Weil jeder, der das kennt, der weiß, so ein Moped ist mindestens 30 Jahre alt. Das läuft nicht so wie am ersten Tag. Könnte aber, wenn man sich gut vorbereitet, aber bei den meisten ist die Zeit immer knapp. Deswegen Garage auf, Moped raus, Luft aufpumpen, losfahren und tanken. Ja, Muss ja leider auch das gemacht E-Bike-Fahren werden. aber einfacher, ne? Geht. Also ohne Vorbereitung, hast du ja gesehen letztes Mal, als wir unterwegs waren, ohne Vorbereitung ging auch nichts. Naja, und da Dieter, der steht hinter der Kamera, der hat ja schon mal ein wunderbares Video zur Arschrakete gemacht. Habe ich das? Ja, Ja, würde ich was, sagen. was Genau. passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das wirst du gleich sehen. Oh, immer diese Sachen, die nicht Und abgesprochen sind. Ich könnte ausflippen, ne? dann, Ja. dann ist es ja so, auf so einer Moped-Tour, Gepäck muss mit. Ich hatte jetzt wunderschöne Taschen von Ortlieb. Ich habe hier vorne diese Forkpack dran. Die 5,8 Liter Variante passt wunderbar auch ans Moped. Passt aber auch an jedes Fahrrad, das heißt an die Federgabel oder halt an die starre Gabel bei den Gravelbikes. Eigentlich ist es eine reine Graveltasche, aber es sind so Schellen im Lieferumfang und dann passt das auch. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Thema Fahrradtasche und vielleicht sieht man das hier auf dem Tisch liegt auch eine spannende Tasche. Das ist die Vario PS, auch aus dem Hause Ortlieb. Und da alle immer über Dieter sprechen, habe ich mir so gedacht, Oh Mann. der kann eigentlich mal hier zu mir kommen, Ja. vor die Kamera. Der Alter steht da Schwede. natürlich mit dem Kaffee. Ja. Ich habe hier alles aufgebaut und vorbereitet. Er hat So sieht Kaffee das aus, wenn ich getrunken. arbeite. Jetzt soll Genau. ich hier die Tasche Und vorstellen oder was? naja, Ich kenne die überhaupt nicht. du hast mir erzählt, du hast dich damit schon beschäftigt. Mit der Tasche Ja. habe ich das. Habe ich das gesagt? Wann habe So ich ein das bisschen. gesagt? Ja, letzte Woche hast du wahrscheinlich vergessen. Oh. Ach so, ja, das war mit der. Die war grau. Ja, jetzt Und habe ich eine gelbe, gibt es glaube ich auch noch in Rot. ich soll jetzt hier. Ja, lass uns doch nicht Oh. mal. Lass uns die doch mal angucken. Kaltstart. Ja, was kann ich über die Tasche sagen? Also gut, Erstmal wir müssen wir packen erstmal aus, erzählen, ne? vielleicht sollten wir einmal sagen, wie die heißt, weil das glaube ich für jeden für den Zuschauer wichtig. Wie heißt die? Ich habe dir noch keinen Namen gegeben. Ich würde sie jetzt mal. Also die ist so schön, also ich würde sie Biene Maya nennen, die ist da schwarz-gelb, keine Ahnung. Das ist jetzt hier das Modell. Da Das steht es ist Vario PS GL 2.1 bzw. nee, QL. 2,1. Also das ist eine Vario Ja. PS. Die Farbe heißt Lemon Sorbet, hier in dieser wunderschönen Farbe. Ja, was an dieser Tasche ganz besonders ist, man kann sie also ans Fahrrad kletten und der Vorteil ist der, dass man hier also auch die Möglichkeit hat, diese Tasche als Rucksack zu verwenden. Das heißt, jeder, das klingt jetzt so, als wenn ich mich damit beschäftigt hätte, habe ich ja auch. Ich sollte mal irgendwann jetzt in der Zukunft ein Video machen. Jetzt hat mich das nur Eigentlich sollte er das überrascht. alleine machen, aber er macht das ja nicht. Deswegen haben wir gesagt, Ja, gut. ich muss ja. Ne, hier, hinter der Kamera ist ein wichtiger Job, deswegen. Ja. Gut.
Also, der Vorteil an der Tasche ist, um das mal abzukürzen, wir wollen uns jetzt nicht mit den ganzen Sachen beschäftigen, wie was passt da rein, wie viel passt da rein, kriege ich da einen Laptop rein, natürlich kriege ich da einen Laptop rein. Das kannst du relativ schnell sagen, was da reinpasst, weil das steht hier drauf. Ne? Also die hat, hat ein Füllvolumen von 26 Litern. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Und Höhe 50, Breite 28, Tiefe 20. Ja. 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 Also, Vorteil ist, der größte Unterschied zur normalen Ortlieb-Fahrradtasche ist der, das ist also extrem cool, wie ich das finde, wie ich es gesehen habe. Soll ich es verraten? Was? Was das Tolle an dieser Tasche ist? Mach doch mal um. Dass man diese Tasche als Rucksack tragen kann. Ja, das hast du also ganz normal hinten hier mit den Stripes, die man verstellen kann, alles ganz großartig. Aber der Hauptanwendungszweck ist eigentlich der, du bist in der Stadt, bist unterwegs irgendwie, pendelst zum Beispiel ins Büro oder was weiß ich, schließt dein Fahrrad ab und hast dann die Ortlieb-Tasche, die normale Ortlieb-Tasche. Und die kannst du ja nur mit diesem Tragebügel, der da mit drin ist, dann über die Schulter hängen und nimmst die Tasche einfach so mit nach oben oder trägst die einfach so. Genau. So hier hast du jetzt den Vorteil, du nimmst die praktisch ab, klappst dann hier diese Tragebügel ab, also die ganz normalen Schulterpolster, die hier sind, diese Schultertrageriemen, und nimmst die einfach, zack, und hast die Hände frei und läufst nach oben in dein Büro oder in deine Wohnung oder in dein Haus oder was weiß ich. Und genau. Das ist eigentlich das Hauptfeature dieser Tasche für mich. Und den Rest wird dir jetzt Nils erklären. Bitte schön. So, du hast es ja ganz einfach erklärt. Erstmal vielen Dank dafür. Ja. War das gut? War gut, ne? War okay. Ich glaube schon. Also können die Zuschauer ja mal in die Kommentare schreiben, wie sie das finden und ob du das noch öfter machen solltest. Ja, mal gucken, ob ich die Kommentarfunktion kann ich ja vielleicht deaktivieren. Muss ich mal schauen. Das ist auch gut. So, und ja, wir wissen ja, Dieter ist ja unser Technikexperte hier, der macht mir oft was vor und jetzt hat er mich getestet. Weiß der Hogendorn das eigentlich, wie das jetzt wirklich funktioniert? Und ich habe jetzt gerade hier geguckt und hier siehst du schon mal ein wunderbares Scharnier. Also sieht zumindest aus wie ein Scharnier, wie bei so einer Tür, musst du dir das vorstellen. Und hier ist so ein Haken und ich löse den jetzt mal. Eigentlich geht das ganz einfach. So. Und jetzt kann ich diese Vorderseite, die wir gerade eben gesehen haben, einfach umschlagen auf die Seite zu den Schultergurten. Ja, genau das ist das. Das ist praktisch dann, wenn du die am Rad transportierst, dann sind die versteckt. Und kann das hier wieder einhaken. Ja. Und jetzt haben wir hier auf der anderen Seite von dieser wunderbaren Tasche das QL2-System aus dem Hause Ortlieb. Also es ist eine Ortlieb-Tasche, eigentlich ähnlich wie ein Backroller, hätte ich jetzt gesagt, wie so ein Backroller Classic oder so. Die Besonderheit hierbei sind, wie gesagt, ist die Rucksackfunktion und das Innenleben der Tasche. Da könntest du eigentlich wieder was dazu sagen, weil du bist ja hier der Businessman, du bist mit dem Laptop unterwegs und wer weiß was. Ich meine, ja, so ein bisschen ich auch, aber du eigentlich viel mehr als ich. Musst du mal reingucken. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es ist ein richtig schönes... Ja, ja, ja. Also ist ein, ich erzähle das jetzt so und wir machen einfach ein bisschen B-Wort rüber und zeigen das im Detail. Genau, also, dann lass mich jetzt auch immer so ein bisschen erklären. Also, was da so drin ist. Was sehr cool ist bei dieser Tasche, ich zeige das mal ganz kurz eben so, ich filme da noch mal rein. Du siehst also jetzt hier, wenn du in die Tasche oben reinguckst, dass wir hier eine Verstärkung haben an der Seite, dass also auch wirklich alles gut geschützt ist. Das ist die Seite zur Verstärkung, die praktisch dann der Rahmenseite, also wo die Tasche eingehängt wird, zugewandt ist. Aber ganz große Klasse ist halt eben auch hier dieses fest vernähte Laptopfach, was wir hier haben. Mit einem Fach mit einem Reißverschluss, da kannst du dann noch ein bisschen Zubehör reinmachen, irgendwie deine Brieftasche oder vielleicht dann dein Ladegerät, Haustürschlüssel. Ladegerät vom Laptop, wer weiß, ne? Was. Kabel, Ladegerät, genau, was weiß ich. Und kannst dann hier also auch ganz geschützt den Laptop neben den ganz normalen Sachen, die hier sind, also nach der Arbeit nochmal einkaufen fahren, Lebensmittel reinmachen und so weiter. Und der Boden ist auch verstärkt. Und wie du siehst, das ist ja auch typisch Ortlieb, alle Teile sind hier angeschraubt. Das heißt, wenn irgendwas defekt gehen sollte, du kannst das hier alles nachrüsten und kannst alles einzeln nachkaufen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ist richtig. Ist also so, bei Ortlieb kannst du sogar Taschen einschicken, die werden repariert. Also es ist ein mega Service für jeden, der das nicht kennt oder bis jetzt wusste. Jetzt weißt du es. Du kannst, wenn du eine alte Ortlieb-Tasche hast, irgendwas ist defekt, geh zu deinem Ortlieb-Fachhändler oder komm zu uns. Wie hast du das jetzt gemacht hier? Wir schicken die Tasche ein und gut ist. Ah. Und entweder gibt es eine neue oder die alte wird halt repariert.
So, und das ist schon großartig. Also schon genau. Toll. Hier hinten das QL2-System, sollten wir vielleicht nochmal sagen, ist komplett einstellbar. Also das heißt nahezu universal an jedem Gepäckträger. Ja, ansonsten gibt es ja auch diese Vergrößerungsringe noch. Ne? Gut, für jeden Gepäckträgerdurchmesser gibt es verschiedene Distanzstücke, so kann man die nennen. Distanzstück, das war das Wort, das ich suchte. Genau. Und was ich auch sagen muss, was du nicht wissen kannst, bitte. Die gibt es einmal als QL3-Variante. Ja. Und wir haben hier ja die QL2. QL3, das ist dieses System mit diesen drei Nupsis. Ah. Was fest am Gepäckträger geschraubt wird. Und dann kannst du die Tasche ganz einfach einhängen. Hier bist du aber meiner Meinung nach mit dem QL2-System viel flexibler. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, hier ist also dieses Tragesystem selber ist geschützt. Das heißt, auch wenn es denn mal irgendwie regnen sollte oder wenn es irgendwie, es wird also nicht schmutzig, ist einfach alles geschützt, genau, dass du dann Angst haben musst, wenn du irgendwo ankommst bei schlechtem Wetter und das abmachst und auf deinem Rücken tragen willst als Rucksack die Tasche, dass du irgendwie dann da dreckig wirst oder so. Ist ein kleines Detail, finde ich ganz witzig, ganz wichtig. Ja klar, also das würde ja sonst auch hin und her flattern. Das ist Reflektoren sind dran. Gut. Der Tragegriff hier, ich finde das auch gut. Ich finde die Tasche schon fast so gut, dass ich sage, die könnte ich auch im Alltag verwenden. Was denn, für 500 Meter? Ja, weißt du doch. Ja. Hier ist aber auch noch... Tasse ist undicht. Guck mal. Ja. Wir haben hier also dieser Schutz für die Schulterriemen. Hier ist auch noch eine kleine Tasche. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass du hier zum Beispiel irgendwie noch so dein Regenzeug reinmachen kannst oder so. Ja, vielleicht. Also was weiß ich, was im Winter habe ich zum Beispiel immer diese Überziehhose mit für Regen, eine Regenjacke und die würde ich dauerhaft einfach da drin lassen. Ja. Das klappst du dann einfach wieder um? Vielleicht zeigst du noch mal ganz kurz in der Aufnahme, das noch mal zurück, wie man das System bedient. Und das geht schnell, ne? Also ja. Das ist jetzt schon, jetzt ist die Tasche schon wieder einsatzbereit zum Tragen. Und hier vorne kannst du ja auch. Genau, wenn du das einstellst, nee, das bleibt so. Genau, hier wenn oben. Du hier, guck mal, wenn du das nach vorne machst, dann kannst du hier direkt das so ziehen, dass du das anpassen kannst. Von der Größe nach unten und nach oben. Das machst du an diesen Schlaufen. Genau. Ja, perfekt. Also wie ein normaler Rucksack. Aus. Normaler, guter Rucksack. Du kannst du Trinkflasche noch reinmachen in der Seite, haben wir ganz vergessen zu erzählen. Genau. Ne? Hier ist noch ein Fach. Zack, und wenn du, weiß nicht, wie gelenkig du bist, kommst du hier ran? Ja, zur Not, ja. Ja, kommst du auch hinten an diesen Reißverschluss auf der Rückseite? Da? Ich wüsste, wo der ist, ja. Ja, okay. Gut, aber... Ja, aber das ist schon... Na, ich wollte mal gucken, ob du das hinkriegst. Ja, ich krieg das alles hin. Ja. Perfekt. Es funktioniert. Doch, super durchdacht. Wasserdicht. Ist auch wichtig, hast du gar nicht gesagt. Nee, aber das ist doch bei Ortlieb Standard, dachte ich. Ja gut, aber was, ja gut, machst, du denn, noch nicht was machst du denn, wenn jetzt irgendein Zuschauer da sitzt und sagt, Ortlieb finde ich ja gut, aber ist die denn wasserdicht? Der kennt ja vielleicht Ortlieb gar nicht. Der hat jetzt die Antwort, ja, Ortlieb ist wasserdicht. Wobei, wasserdicht ist ja auch relativ. Also ich meine, wenn du damit jetzt schwimmen gehen würdest, würde trotzdem Wasser reinkommen, aber es kommt kein Wasser von außen rein. Soll ich dir mal was zeigen? Ja. Also hier ist jetzt nichts mehr drin. Ja. Hier ist nichts drin. Guck mal. Ja. Ja, das heißt, du hast mit dem Mob in meinen Teich fällst, dann gehst du nicht unter. Amphibienfahrzeug. Nee, aber die ist, siehst du, also allein wenn man hier sieht, wie dicht diese Tasche allein ist, ne? Und wie einfach die in Wirklichkeit nur zugemacht ist. Das ist alles, ne? Ja. Ich habe von Ort die Rahmentaschen, eine Oberrocktasche, ist super. Also ich bin auch Ortlieb-Fan. Ist gut. Gut, ja ich könnte ruhig mal kurz einen Cut machen, wir schneiden das dann noch. Wir müssen ganz viel Video machen gleich. Willst du noch irgendwas jetzt mal in Nahaufnahme machen? Alter Schwede, aber das ist richtig... Kann sie draufsetzen. Soll ich mal? Komm, wir machen das. Ja, nee. Ich setz ist das mich eigentlich versichert hier, was hier passiert? Oh, gleich knallt das, du. Ja. Jetzt lässt die ein bisschen Luft. Ja, das kann ja auch andere Gründe gehabt haben. Aber komm, das schneiden wir raus. Nee, das ist
bei 90 Kilo Kampfgewicht. Nee, schon. Du wiegst doch bestimmt 102 Kilo oder so, ne? Genau. Ja, richtig. Ja. Das ist schon ganz okay, dass so eine Tasche kann. Und ich würde das jetzt auch da ausprobieren. Aber hier, diese Tasche ist viel handlicher dafür. Genau. Ja. Zack. Okay, was machen wir jetzt noch? Ich lasse einfach laufen, das ist immer am schönsten. Lass mal laufen, das ist immer am schönsten, genau. Ich gucke nur einmal, wie das hier funktionieren soll. Aber das ist auch super, super. Ich habe zwar gerade gesagt, machen wir das nicht, aber irgendwie hast du mich... Wiederbelebungsversuche. Ja, also wenn man das sieht, da kannst du mit schwimmen gehen. Ja, das kannst du wirklich, also tatsächlich. Damit gehst du nicht unter. Das ist wie so ein Rettungsring. Quadlieb-Tasche. Ja. Super. Vario PS. Ja. Gibt es in, ich glaube, momentan 4 Farben. Wir haben auch noch ein paar auf Lager. Nicht übermäßig viele. Also wenn du bestellen möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail an die info@zweirad-hogendorn.de. Da ist dann die Steffi, die kann dir alle Antworten geben. Zum Thema Verfügbarkeit, Farbe und so weiter. Und genau. Ich weiß aber, dass wir diese Taschen und diese hier haben wir auch auf Lager. Ja, das heißt, wir haben jede Menge Ortlieb. Ist auch Ortlieb. Ja, wir haben jede Menge Ortlieb, sag ich. Ja, genau. Also auch ein Backroller oder wer weiß was, kannst du alles bei uns bekommen. Und auch im Ladengeschäft hängt eine ganze Wand zum Angucken, Anfassen, Ausprobieren. Was auch immer. Genau. Ja. Webshop kommt demnächst, könnt ihr direkt bei uns bestellen. Und dann genau, Webshop ist in Arbeit, auf Hochtouren und da hoffen wir, dass es dann bald losgehen kann. Das war es zum Thema Ortlieb Fahrradtaschen oder Ortlieb Vario PS. Ich hätte gesagt, die hat schon die Hauptrolle in diesem Video. Ja. Und wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Fahrrad, wo du dann diese wunderschöne Tasche dranhängen kannst, dann schau einfach mal auf www.hogendorn.de. Dort ist die Terminseite und da kannst du einen Termin buchen zur Fahrradberatung inklusive 3D 360 Grad Bodyscanning. Falls du das Bodyscanning nicht kennst, hier auf diesem Kanal findest du auch ein Video zu genau diesem Thema. Vermessung, Bodyscanning, Bikefitting. Das Video wird wahrscheinlich dann hier oben, wenn du hier oben klickst, ich glaube, das ist hier auf der Seite, da ist er, ne? Da kannst du dann dieses Video zum Bodyscan dir mal angucken. Genau. Ja. Und was ich auch noch sagen muss, bleib mal eben hier. Was komm nochmal zurück. Oh Mann, ey. Aber jetzt ist schon das Video da, ne? Was denn? Ist das Video? Ich war jetzt gerade da, der ist wieder weg. Gucken wir so ganz kurz rein. Gut, alles klar. So, und ganz wichtig, wenn du dieses Video siehst, abonnier den Kanal. Das ist für Dieter immer der Rückenwind, damit die Videos halt noch geiler werden. Und Dieter hat ein Ziel. Heute Morgen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage erst mal. Hier sind ganz, ganz vertrauliche Sachen hier. Nee, dann sage ich das nicht. Nee. Aber Dieter will ganz viele haben. Ganz viele Abonnenten gerne. Ja, das wollen ja alle. Nein, das mit dem Daumen hoch ist für mich wichtig, damit ich halt eben Resonanz habe und weiß, was kommt an. Fürs was gucken Video. Ihr gerne. Genau. Was können wir vollkommen vergessen, wie zum Beispiel das Moped-Video. Ja, das war Quatsch. Deswegen. Wird auch hier nochmal eingeblendet. Ja. Genau. Ja, das war auch. Mehr als einen einblenden? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist, falls nicht, das ist es verlinkt. Auch, das ist deine Sache. Ja. Wie gesagt, Dieter hätte gerne 100.000 Abonnenten. Ich glaube, das schaffen wir zusammen. Und klicken, gerne teilen. Ja, klicken, und, liken, teilen. Ja, Kommentare. Ja. Also wenn Dieter jetzt mehr Taschenvideos machen soll, schreibt das in die Kommentare. Dann, das kommt nicht rein, lassen wir raus. Das, warum nicht? Ja, mal gucken. Das, doch, was ja. machen wir, ne? Ja, okay, sehen genau. wir dann ja auch. Ne? Ich meine, also. Du machst das sowieso. Ja, ach so, guck an. Anordnung vom Chef, egal ob ihr schreibt oder nicht. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Dieter freut sich. Ja, das so. Freut mich immer. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. So, mach die Kamera aus.